Ja, hallo liebe Leute, zu unserem letzten Video Erstellung eines Schaltplansymbols für das Funkmodul Dori 818. Hier noch ein kleiner Nachtrag. Aufgrund einiger Hinweise, die ich erhalten habe, möchte ich euch hier noch einige kleine Dinge zeigen. Und zwar, wie man an einem Bauteil, wo mehrere Pins zum Beispiel Ground belegen, oder auch mehrere Pins VCC haben können etc. Wie man die zusammenfasst, so dass man im Schaltplan nur noch einen dieser Pins anschließen muss, aber trotzdem dann auf der Platine alle entsprechend angelegt werden. Das ist im Prinzip unter dem Keycat ganz einfach. Wichtig ist, diese Nummern hier, also 9, 10 etc., werden den Nummern vom Footprint zugewiesen. Also das Pad Nummer 9 im Footprint ist dann hier der Anschluss Nummer 9, 10 und so weiter. Und der Name hier ist im Prinzip der Netzname, den wir vergeben. Und wenn wir jetzt hier, wie zum Beispiel bei diesem Dori-Funkmodul, haben wir jetzt also zwei Ground-Anschlüsse. Die sind jetzt beide sichtbar und im Schaltplan müsste ich jetzt hier beide an Ground anschließen. Das ist natürlich etwas ungeschickt. Gut, bei zwei mag das noch gehen, aber wenn man dann vielleicht einmal vier oder mehr Ground-Pins hat, wird das dann schon recht nervig, da überall einen Draht dran zu führen und das mit Ground zu belegen. Aber wie gesagt, solange der Name hier gleich ist, werden die Pins dann auf der Platine auch mit dem Netz Ground verbunden. Deshalb können wir hier einfach Folgendes machen. Wir nehmen hier diesen zweiten Ground-Pin, die Nummer 10, und mit der Taste E gehen wir in den Edit-Modus und nehmen hier unten einfach sichtbar heraus. Das heißt, im Schaltplan wird er nicht mehr angezeigt, ist aber vorhanden. Ja, genauso wie die nicht connecteden Pins hier vorhanden sind, wird auch im Footprint mit dem Pad Nummer 10 als Nummer zugewiesen. Und ich sehe auch hier oben in der Pin-Tabelle noch einmal die Zusammenfassung, nämlich hier sind 9 und 10 auf Ground zusammengefasst. Ja, also die sind jetzt hier zusammengefasst und die werden auch in der Leiterplatte oder auf der Leiterplatte dann mit Ground automatisch verbunden. Ja, hat aber den Vorteil, ich brauche diesen Pin 10 hier nicht mehr anzuschließen in meinem Schaltplan. Das gilt genauso für alle anderen Pins, die wir hier haben und das funktioniert also recht gut. Ja, dann nochmal hier der Hinweis für aktiv Low Pins. Dieser Strich hier oben drüber, der wird erzeugt mit Edit und hier dieser Tilde, die man mit Alt-GR erreicht und dem Pluszeichen. Dann wird also dieser Strich gezeichnet. Das heißt also aktiv Low. Ja, ansonsten um zum Beispiel irgendwelche Verwechslungen zu vermeiden oder falsche Einstellungen für Ein- und Ausgänge zu vermeiden, dann hier unter Optionen nochmal die Einstellung zeige den elektrischen Anschlusstyp. Und da kann ich also hier nochmal sehr schön vergleichen, ob meine Pins auch richtig zugewiesen sind, das heißt die Eingänge, die Ausgänge etc. Ja, das soll es an dieser Stelle nochmal gewesen sein. Als kleiner Hinweis und ich bedanke mich und wünsche euch noch einen schönen Abend.